Herzlich willkommen beim nächsten Hersteller. Wir stehen hier am Stand der Firma Fissmann, Vollmer und Hibri. Neben mir steht der Herr Fissmann. Vielen lieben Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für uns. Und wir wollen euch jetzt mal zwei, drei sehr interessante Punkte hier präsentieren. Und wollen wir auch gleich anfangen. Und zwar ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Eine Geschichte mit einem doch, kann man sagen, sehr langen Leidensweg, was die Leute angeht, die es gerne haben wollen, aber dann leider nicht gekriegt haben. Nämlich hier vorne sehen wir es auch schon, das große moderne Busterminal, bestehend aus dem Hauptgebäude, dann den einzelnen Busstationen und dem großen Segel. Und da gibt es jetzt für unsere Zuschauer eine sehr gute Nachricht, Herr Fissmann, denn... Ja, was lange währt, wird endlich gut. Das trifft hier bei diesem Produkt zu. Wir haben das sehr lange gebraucht, um die gesamten viele Anzahl der LEDs, das Hauptgebäude, die Einzelstationen sind schon länger lieferbar, aber das alles von der Filigranität her, von der Beleuchtung her, so homogen hinzubekommen, haben wir doch einige Zeit gebraucht und dann sind immer andere Neuheiten auch wichtiger gewesen, da vorgestellt worden. Aber jetzt ist dieses sehr schöne Modell kurz vor der Fertigstellung, die Werkzeuge, Montagevorrichtungen, alles ist jetzt vorhanden, sodass wir jetzt im Produzieren sind und ich hoffe, dass wir noch vor Weihnachten das Hauptgebäude mit dem UFO, nennen wir es, und diese Einzelstation rausbekommen. Dann kann der Kunde das ganze Ensemble aufstellen mit den Einzelstationen, mit den 6 Stück, sodass der gesamte Busbahnhof Halle schon mal befahrbar ist. Und dann kommt auch direkt hinterher zeitnah das Segel, wo auch schon die Werkzeuge fertig sind. Und ja. Von der Beleuchtung habe ich jetzt gesehen, das Segel ist beleuchtet, die einzelnen Busstationen haben aber auch Beleuchtung. Ja, natürlich, ja, das sehen Sie hier. Die sind hier sehr homogen auch ausgeleuchtet. Vor allen Dingen, wenn man das bei Nacht sieht, ist das ein echter Hingucker, schon schön. Die Pippis sind mit dabei? Bitte? Die Pippis sind mit dabei? Ja, natürlich, sicher. Die Figuren meinen Sie jetzt? Genau, ne? Genau. Nein, die muss der Kunde dazustellen. Das hatte ich ja nicht verstanden. So, der Farm? Nein, die Figuren. Ja, die Figuren muss man dazu kaufen. Das Ganze finde ich persönlich sehr interessant, weil das ist auch eine sehr gewagte Form, glaube ich, gewesen damals, weil sowas hat es vorher noch nie so gegeben. Und das Schöne ist, dass man es komplett individuell zusammengestalten kann, weil die einzelnen Busstationen, wie Sie ja gerade sagten, die gab es auch schon seit längerer Zeit jetzt und die konnte man sich einzeln dann noch hinstellen, aber mit dem Terminal und dem Segel macht das natürlich, wie Herr Fissmann auch schon gerade sagte, ein sehr homogenes, sehr einheitliches Bild. Die Schwierigkeit war gewesen, ganz einfach, das sind hauchdünne PVC-Teile, ja. Kunststoffteile und das zusammenzubringen mit den filigranen LEDs. Dann sind da Flexplatinen drin, die LEDs aufnehmen. Insgesamt sind hier über 300 LEDs verbaut an diesem einzigen Projekt und das ist schon viel. Jetzt haben wir abgeleitet das Hauptgebäude hier auch als Kiosk, auch sehr schön, mit einem Dach oben drauf und vorne und Innenbeleuchtung. Ist ein Ableger davon praktisch, auch lieferbar jetzt. Ja, ist doch super. Und die beste Nachricht natürlich, alles noch hoffentlich dieses Jahr vor dem großen Weihnachtsgeschäft zu bekommen. Ja, soviel zum Thema Busbahnhof. Ich denke mal, das wird sehr viel interessieren. Dann haben wir hier auch etwas ganz Neues, nämlich der Unimog ist endlich in seiner vollendeten Fassung da. Genau. Das ist jetzt ein Kooperationsprojekt geworden mit Märklin und Fissmann. Wir haben das jetzt geteilt. Märklin macht den Dreileiter, wir machen den Zweileiter. Produziert wird er bei uns in Ungarn. Ist also ein sehr hochwertiges Produkt. Das ist dieser Unterflurantrieb im dem Niederbordwagen drin. Der Unimog wird geschoben, hat Spitzenlicht, hat Kabinenlicht, hat gelbes Rundumlicht, Wechselschaltung, also rot-weiß vorne und hinten. Und hat auch sehr, sehr gute Laufeigenschaften. Das heißt, er fährt in Fahrstufe 1. Im Original bis 40 km/h, aber auch in Fahrstufe 1 sehr, sehr langsam, so wie es wirklich auf der Baustelle auch gefordert ist. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich habe gerade eben auch schon mit dem Herrn Fissmann darüber gesprochen, was so andere Baufahrzeuge angeht. Und da ist das Thema Selbstentladewagen gefallen. Können Sie dazu was sagen? Ja, das haben wir schon lange mal angedacht, dass wir Schüttgutwagen machen. Wird im nächsten Jahr leider noch nicht kommen. Aber der Unimog ist prädestiniert dazu, dass man eben gerade auf der Baustelle Schüttgutwagen zieht. Und natürlich nur auf der Baustelle, wo der Schotter wirklich ins Gleisbett eingebracht wird. Das ist ein Thema. Anderes Thema, Entschuldigung, ist natürlich auch der Nachfolger vom Stopfexpress. Den haben wir jetzt in Arbeit.
auch ein sehr futuristisches neues Fahrzeug. Da dürft ihr wirklich gespannt sein. Ich bin es auf jeden Fall schon, weil diese Schüttgutwagen mit der, kann man es auch noch mal ganz kurz erklären, wo dann unten die Klappe elektrisch auf und zu schließbar ist über eine Decoder-Adresse, dann mit richtigem Schotter dazu. Ich denke mal, das gibt ein sehr schönes Bild. Freuen wir uns drauf. Im Hintergrund haben wir auch noch was, worauf ich mich persönlich auch sehr drauf freue. Auch bei uns auf der Anlage wird es auf jeden Fall seinen Platz finden. Und zwar dieses klassische Tunnelportal. Fissmann ist hingegangen und hat etwas für Wandbauer konzipiert. Nämlich Leute, die, wie wir zum Beispiel, eine Wand haben und sie würden gerne eine Straße dahin laufen lassen. Und ich finde, das ist ein sehr wunderschönes, harmonisches, abschließendes Bild. Das Ganze sieht jetzt aus, als wenn das kilometerweit hier reingeht, aber der Clou an der ganzen Sache ist, wenn man das mal dreht, sieht man das, was dahinter steckt, eine sehr ausgetüftelte Technik. Ich glaube, das war auch sehr kompliziert, das alles zu konzipieren. Und so hat man dann den Effekt, wenn man von vorne oder auch von der Seite guckt, dass man hier wirklich in den Tunnel reingucken kann. Herr Fissmann, wie kommt man auf so eine geniale Idee? Ja, wir haben da einen älteren Mitarbeiter in Ungarn beschäftigt. Das ist ein Genie eigentlich, muss man schon sagen. Damals hatten wir diesen Brunnen mit dem Quirlwasser. Genau, ja. Das war seine Idee. Und jetzt irgendwann letztes Jahr sagt er, Mensch, Wieland, machen wir mal sowas. Hat mir das vorgeführt und war sofort die zündende Idee. Und so kann man wirklich die Illusion verwirklichen. Es gibt ja auch jetzt sehr viele Straßentunnel, die diese LED-Beleuchtungen haben. Gerade moderne Tunnels. Das haben wir jetzt rausgebracht in der historischen Form, in der modernen Form, so dass man gerade, wenn man eben einen Abschluss hat hinten am Panorama, eine Straße ins Leere laufen lassen kann, ohne dass man sieht, hier ist Schluss. Ganz genau. Erscheinendatum ist dieses Jahr auch noch, vor Weihnachten? Ja, auf jeden Fall. Da sind wir jetzt auch soweit mit den Werkzeugen, mit der Fertigung, dass wir jetzt das Produzieren anfangen können und ich hoffe, dass wir auch das noch vor Weihnachten rausbekommen. Das hört sich doch auch sehr super an. Ja, Herr Fissmann, wir könnten bestimmt hier noch stundenlang quatschen. Ich sage es, glaube ich, bei jedem, weil es ja einfach so viel auch zu entdecken gibt. Hier vorne habe ich zum Beispiel die Halle entdeckt, wo Sie das automatische Rolltor eingebaut haben. Das ist richtig? Ja, auch das ist jetzt soweit in der Entwicklung fertig. Die Werkzeuge auch dafür sind fertig. Und das ist wirklich eine sehr schöne Sache, dass man wirklich gerade im K-System LKWs durchfahren lassen kann. Man hat Sensoren vor dem Tor, die eben einen Impuls geben. Das Tor geht hoch und der LKW fährt rein, kann auch auf der anderen Seite wieder rausfahren, wenn es gewünscht ist. Es ist wirklich herrlich und ich finde gerade, das ist eben das Besondere auf einer Modelleisenbahn, diese kleinen Sachen, wenn zum Beispiel ein Rolltor hochfährt oder auch so einen tollen Busbahnhof, das ist das, was wirklich Leben in die Modelleisenbahn bringt. Und ich finde, da trifft Fissmann, glaube ich, wirklich jeden Modellbahnherz. Ja, wie gesagt, das war's hier vom Stand von Fissmann Vollmar Kibri. Wir schauen uns jetzt hier noch ein paar Impressionen nach unserem Interview an und dann war es das von unserem Stand hier. Herr Fissmann, vielen lieben Dank für die Zeit und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Dankeschön, schöne Grüße aus Göppingen und wir machen weiter so. Dankeschön. Thank you.